In Zelda Breath of the Wild gibt es verschiedene Fortbewegungsmethoden. Doch die meiner Meinung nach beste, schnellste und effektivste ist das Windbomben. Man kann mit ihr in kürzester Zeit riesige Distanzen überbrücken. In diesem Video zeige ich euch Schritt für Schritt, wie ihr diese Technik lernen könnt. Wenn ihr mich und diesen Kanal unterstützen wollt, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben und über ein kostenloses Abo freuen. Und jetzt geht's los mit dem Video. Das Wichtigste beim Üben von Windbomben ist wirklich, dass ihr nicht aufgibt. Es wird nämlich einige Zeit dauern, bis ihr Windbomben wirklich richtig gut könnt. Bei mir hat es auch wirklich lange gedauert, bis man halt das Timing richtig gut raus hat. Wenn man aber irgendwann richtig gut Windbomben kann, dann macht das einfach nur ultra Spaß und ist auch extrem nützlich. Also nehmt euch wirklich Zeit, übt es. Und wenn ihr es könnt, dann ist es einfach nur ultra, ultra cool. Ich werde euch jetzt in ein paar Schritten erklären, wie ihr Windbomben lernen könnt. Der allererste Schritt ist die Vorbereitung. Was benötigt man zum Windbomben? Und das ist wirklich nicht viel. Und zwar braucht ihr erstmal irgendeinen Bogen und zudem irgendeinen Pfeil. Wenn ihr das habt, braucht ihr nur noch euer Bombenmodul, also die runde Bombe und die eckige Bombe. Und ihr braucht irgendeine Erhöhung. Sowas hier, wo ich jetzt draufstehe, reicht schon. Also wirklich nur eine kleine Erhöhung. Und das war's auch schon mit der Vorbereitung. Jetzt kann's losgehen. Übt übrigens wirklich Schritt für Schritt. Also macht als allererstes Schritt Nummer 1, dann Schritt 2, dann Schritt 3. Wenn ihr jetzt bei Schritt 4 merkt, oh, das kann ich noch nicht so gut, da bin ich mir noch nicht hundertprozentig sicher, dann übt die ganze Zeit Schritt 4, bis ihr sagt, Schritt 4 kann ich richtig gut und geht dann erst zu Schritt Nummer 5. Also lasst euch wirklich Zeit, denn wenn ihr Windbomben wirklich könnt irgendwann, dann ist das richtig cool. Als nächstes müssen wir jetzt ZL gedrückt halten, dass wir in diese Anvisierposition gehen und von der erhöhten Position einfach nach unten springen. Als nächstes müsst ihr jetzt eure runde Bombe ausrüsten und kurz bevor ihr von dieser erhöhten Position runterspringt, eure runde Bombe werfen. Weiter geht's nun mit Schritt Nummer 4 und der sagt einfach, dass wir danach noch in die Zeitlupe gehen müssen. Bedeutet, wir haben unsere runde Bombe ausgerüstet, springen nach vorne und gehen in die Zeitlupe. Wir sind jetzt schon beim vorletzten Schritt angekommen und zwar müsst ihr dort jetzt noch die eckige Bombe platzieren. Ich springe jetzt also los, aktiviere die runde Bombe und drücke jetzt, nachdem ich in die Zeitlupe gekommen bin, direkt auf dem linken Joy-Con den Pfeil nach oben, dass ich halt in diese Bombenauswahl hier komme oder in diese Modulauswahl. Wechsel jetzt auf die eckige Bombe und drück danach wieder L und platziere somit die eckige Bombe, wie ihr hier jetzt so seht. Der letzte Schritt ist nur noch, dass ihr wieder zurück zur runden Bombe geht und diese dann zündet. Ich mach's jetzt einmal vor und zwar müsst ihr jetzt wieder anvisieren, losspringen, die runde Bombe platzieren, in die Zeitlupe gehen, dann ins Modulmenü, dann geht ihr zur eckigen Bombe, platziert die, geht wieder ins Modulmenü, wieder zur runden Bombe, jetzt zündet ihr die und schon habt ihr die Windbombe aktiviert und könnt nun durch Hyrule rumfliegen. Ich zeige euch jetzt noch hier einmal, dass das wirklich schnell funktioniert und man das wirklich sehr spontan machen kann. Also wenn ihr die Technik wirklich gut könnt, dann ist das eine Sache von 3 Sekunden. Als letztes habe ich jetzt noch einmal 2 fortgeschrittene Tipps am Start. Und zwar ist der erste, dass wenn ihr eine Windbombe macht und jetzt wirklich mit der Windbombe weit kommen wollt, dass ihr dann in der Luft von einer Windbombe nochmal eine Windbombe machen könnt. Und zwar fliege ich jetzt hier lang. Und wie ihr seht, und ich möchte jetzt einfach noch eine Windbombe machen. Und dann könnt ihr einfach von der Luft aus, zack, versuchen noch eine Windbombe zu machen. Das ist natürlich ein bisschen schwieriger. Aber ich habe es jetzt tatsächlich geschafft. Und ihr habt jetzt von einer Windbombe noch eine Windbombe gemacht. Und ihr seht, dass das Spiel aktuell übelst laggt. Also in manchen Gebieten laggt die Windbombe sehr, wie ihr hier seht, in manchen nicht. Das ist relativ unterschiedlich auf jeden Fall. Aber ja, ihr seht, man kann mit Windbomben wirklich große Distanzen überbrücken. Und der zweite Tipp ist, dass wenn ihr eine Windbombe macht und euch auffällt, dass ihr etwas in der falschen Richtung seid, dass ihr dann einfach euren Bogen spannen könnt, dann in die richtige Richtung lenken und so dann sozusagen die Richtung wechseln könnt. Und jetzt könnt ihr halt auch noch einmal probieren, noch einmal eine Windbombe zu machen, also die beiden Techniken miteinander verknüpfen. Und so könnt ihr wirklich extrem große Distanzen überbrücken. Also wenn ihr es einmal gelernt habt, werdet ihr es so schnell noch nicht mehr verlernen.
Ich hoffe natürlich, dass euch dieses Video gefallen und eventuell sogar geholfen hat. Hier im Abspann verlinke ich euch nochmal zwei weitere Videos, und zwar einmal das letzte Video, in welchem wir mein neues Mikrofon auspacken, und noch ein weiteres Video, in welchem ich euch drei creepy Dinge in Zelda BOTW zeige. Schaut euch gerne noch eines dieser Videos an, ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei, habt noch einen richtig nicen Tag und ciao!